Hallo Freunde und willkommen zurück im Wald. In der letzten Folge haben wir ja die Thunite TN12 immer noch nicht kaputt bekommen. Aber wir sind zurück in den Wald. Hier sind nämlich wieder die Holzmacher unterwegs und wir wissen, die haben immer schweres Gerät dabei. Gut, Kettensäge ist jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber die haben einen richtig coolen Bagger dabei. Und jetzt werden wir mal schauen, was die Lampe zu 20 Tonnen Ketten und Stahl sagt. Okay, seid dabei, habt Spaß. Und ich glaube, heute befördern wir die Lampe nach Valhalla. So, okay, ich glaube, werden wir jetzt dieses Experiment abschließen. Hier hat sie wirklich ihren Meister gefunden, aber gut, das war zu erwarten, dass hier der Alukörper, ich habe die Batterien noch rausgenommen, sicherheitshalber, weil das Lithium-Batterien sind. Und die sollten ja wirklich nicht gerade mit Sauerstoff zu brennen anfangen. Ja, hier ist Ende Gelände der Testreihe, aber ich muss sagen, die gute alte Thunite TN12 mit neutral weißer LED. Ich werde sie vermissen. Eine tapfere kleine Taschenlampe. Ruhe in Frieden. Okay. Ist ein bisschen übertrieben gewesen, aber was soll's. Ihr seid hier bei Hillbilly TV und nicht bei Bildungs-TV. Darum würde ich sagen, machen wir hier mit Sicherheit irgendwann wieder mal weiter mit irgendeinem anderen Spaß. Und bis dahin sage ich danke Leute fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich immer schön Taschenlampe und Ersatzakkus bereithalten. Okay Leute, ciao.